Zweite Patrouille oder so. Zweite Thank you.
hier zum letzten Mal, nehmen Sie die Gelegenheit wahr. Also, wir ziehen zu dir wieder. Aufhören. Und der Wachtelstein. Wie die Einigung ist da. Meine Einigung ist da. Ist schön.
dein Seebaus, Erika. Da gehst du sowieso nicht mal ab. Bravo! Und die Grüne, die lässt sich alle dann wieder extra unter Wasser. Was war denn das noch für Zeit? Ich klage dich an. Wie war das bitte?
Streitkräfte der 1946er. Die Herren von Breuers hätten auf Fahrt zu den Herzinfarkt bekommen. Aus der Fusse 3 mit dem Pferd wieder dick gestanden. Du wirst der Schlösser Schwupp in den Hippodrom verwandeln. Lass doch nicht auf, ich sag Reis in Ruhe! Halt die Frau beides. Denn der muss vom Hahn besitzen. Ach, für Kirmes an der Theek, der Junge im Mühlenbach verzerrt, unser Fendler schwenkt, der Buchdrescher hat uns versehen schon 3 Türen mit seiner schweren Fahne erschlagen. Absoluter Unsinn! Die Sache kriegt nix in die Rübse. Vor allem im Dorfkopf. Nicht eine Mühle mag man sie gekriegt. Du lüsch alles. Alles gestunken und gelohnt. Der Koch hätte noch nie eine erschlagen. Und das ist der beste Fahnenschwenker aus Nordrhein-Westfalen. Das müssen wir auch sagen. Unser Bönnig-Fuchser, der Schneidig-Will, der Kassierer vom Ortsfestausschuss, der will nicht mehr leben. Er weiß nicht, wie er die viele Ausnahmen zur Betreuung der älteren Längstower Bürger in der nächsten Zeit bestreiten soll. Oder möchte sich einer von euch für das Subjekt noch verwenden? Jetzt los, da war wie ich doch ein Kellerfier. Hast du Typ noch einen letzten Wunsch? Können wir uns gerade fragen? Lass ihn in Ruhe! Dann schlage ich vor, Schergen, häng den ab, verbrennen. Aber die Witze von dir. Zachaius, Kirmesmann von Lenzdorf, Friede deiner Asche. Henkersknechte, führt euer grausames Werk aus. Es trifft keinen Unschuldigen.
Bühne gebracht haben. Herzlichen Dank. Und zwar herzlichen Dank für den Exekutionskomitee, der Fernbereich der Städtischen Frauen und Windsee. Thank you.